Wir beginnen kniend auf der Matte. Du hast die Knie etwa faustbreit geöffnet und kommst vorn auf deine Unterarme. Heb deinen Kopf an, lass dich nicht nach vorn runterhängen, zieh den Bauchnabel nach innen und streck als erstes dein rechtes Bein nach hinten aus und zieh da deine Fußspitze heran. Beim Einatmen das Bein heranziehen und beim Ausatmen wieder nach hinten strecken. Einatmen heran und ausatmen zurück. Schiebst mit deiner Fußsohle nach hinten zurück, als würdest du immer etwas Schweres nach hinten wegschieben wollen. Dann kontrollier noch einmal, dass dein Kopf vorne nicht nach unten hängt und deine Schultern, soweit es geht, von deinen Ohren wegziehst. Lass das Bein nach hinten gestreckt, die Fußspitze ist immer noch angezogen und wir kreisen mit dem Bein. Noch 4, 3, 2 und die Richtung wechseln. Die letzten 4. 3 noch, 2 noch und dann setz das Bein lang ab. Nimm das linke Bein nach hinten dazu und komm in den Unterarmstütz. Drück dich mit deinen Unterarmen kräftig vom Boden weg. Lass auch da den Kopf nicht runterhängen und bring die Schultern von den Ohren weg. Du atmest tief und gleichmäßig weiter, halt die Luft nicht an. Du hast es gleich geschafft, 4 noch. 3 noch, 2 noch, dann bring die Knie unter dein Becken zurück, streck dein linkes Bein nach hinten aus, zieh die Fußspitze wieder heran, beim Einatmen das Bein ranziehen, beim Ausatmen nach hinten schieben. Deine Fußspitze bleibt die ganze Zeit angezogen. Und du drückst wieder nach hinten, als würdest du etwas Schweres nach hinten wegschieben wollen. Das Bein nach hinten gestreckt halten und wieder kreisen. Kontrollier nochmal, dass der Kopf vorne nicht nach unten hängt, deinen Bauch noch nach innen gezogen hast, dass dein Rücken ganz stabil bleibt und du nicht durchhängst. Wir kreisen noch 4, 3, 2 und wechseln die Richtung. Letzte Runde, 4 noch, 3 noch, 2 noch, dann setz das linke Bein lang hinten ab, Fußspitze aufstellen, rechtes Bein mit nach hinten bringen und wieder in den Unterarmstütz kommen. Drück dich nochmal kräftig von der Matte weg, atme tief durch, halt die Luft nicht an. Super, du hast es gleich geschafft, 4 noch, 3 noch, 2 noch und dann lösen, wieder absetzen. Bleib jetzt auf dem Bauch, deine Fußspitzen kannst du hinten aufgestellt lassen und während der Übung nachher die Beine und das Gesäß mit anspannen, dass deine Knie sich da vom Boden lösen. Dann schau erst mal kurz her, wir nehmen die Hände seitlich an den Kopf, die Ellbogen bleiben oben, beim Einatmen den Oberkörper vorsichtig anheben und beim Ausatmen bis kurz über die Matte wieder absenken. Und dann kannst du mit starten, also Hände an den Kopf bringen, Ellbogen anheben und einatmen, den Oberkörper anheben,
Ausatmen, wieder absenken. Heb dabei ohne Schwung nach oben an, ganz kontrolliert und langsam. Ziehst dabei trotzdem den Bauchnabel nach innen und drückst das Becken auf die Matte. Noch zweimal, noch einen und dann lösen, den Kopf erst einmal ablegen, den Fußspann auflegen und kurz tief durchatmen. Diese Übung erweitern wir. Du stellst die Fußspitzen hinten wieder auf, spannst die Beine an, dass die Knie sich vom Boden lösen. Wie vorhin hebst du dann den Oberkörper an und jetzt wollen wir dazu im Wechsel die Beine noch mit nach oben bringen. Wenn du das Bein anhebst, hebt es nur so weit an, dass dein Becken hier fest auf der Matte bleibt. Also dann leg mit los, Hände am Kopf, Ellbogen nach oben, Oberkörper anheben und ein Bein dazu. Einatmen, beim Absenken ausatmen. Du wechselst jedes Mal das Bein und setzt die Fußspitze dann immer wieder auf deiner Matte ab. Zieh deinen Bauchnabel nach innen und drück das Becken in die Matte hinein. Gleich hast du es geschafft. Wir machen noch zwei Wiederholungen. Und nach dem zweiten dann absetzen und den Kopf kurz ablegen. Dann stütz dich mit deinen Händen unter den Schultern auf, schieb dich nach oben zurück und dreh dich gleich auf den Rücken mit herum. In Rückenlage stellen wir beide Beine auf und nehmen unsere Hände seitlich an den Kopf nochmal heran. Die Ellbogen nach außen bringen, beim Ausatmen den Oberkörper immer nach vorne oben anheben. Dann leg gleich mit los. Deine Hände stützen deinen Kopf nur etwas ab und du ziehst mit den Händen nicht am Kopf nach oben. Dann halt deinen Oberkörper oben und mach kleine Federbewegungen auf und ab. Noch vier, drei noch, zwei noch, den Oberkörper oben halten, das rechte Bein nach oben strecken, die Fußspitze anziehen, linke Hand löst sich vom Kopf und schiebt rechts außen an den Beinen vorbei. Drehst deinen Oberkörper beim Anheben mit ein und atmest immer aus, wenn du nach oben kommst. Noch vier, drei noch, zwei noch, einen und dann lösen, wieder absetzen. Stell beide Füße auf der Matte auf, leg deine Arme neben dir ab und kannst die Hände so herumdrehen, dass dein Handrücken auf dem Boden aufliegt. Bring die Schultern nach hinten auf die Matte. Heb das Becken nach oben an, zieh deinen Bauchnabel nach innen und zieh im Boden die Füße aufeinander zu, mach deine Beine ganz stark. Beim Einatmen ein Bein nach oben strecken und ausatmen den Fuß auf der Matte wieder absetzen. Einatmen nach oben und aus wieder ab.
Versuch während der Übung mit deinem Rücken und dem Gesäß auf der Ausgangshöhe oben zu bleiben. Deinen Bauchnabel wieder nach innen Richtung Wirbelsäule zu ziehen, dass du ganz stabil bleibst. Noch 4 Stück. Und 3 noch. 2 noch. Noch einen. Und lösen. Den Rücken wieder nach unten zur Matte bringen. Nimm beide Hände wieder seitlich an den Kopf heran. Bring die Ellbogen nach außen. Atmest erst ein und beim Ausatmen heb den Oberkörper wieder gerade nach vorne oben an. Und los geht's. Den Oberkörper oben halten und wieder kleine Federbewegungen auf und ab machen. Dabei mit den Händen nicht am Kopf ziehen, nur den Bauch fest anspannen und nach innen ziehen. Noch 4, 3, 2, hältst deinen Oberkörper oben, streckst dein linkes Bein nach oben aus, ziehst die Fußspitze heran, beim Ausatmen mit der rechten Hand nach links außen schieben und den Oberkörper eingedreht anheben. Letzten 4, noch 3, noch 2, noch einen und wir lösen, setzen wieder ab. Dann leg noch einmal deine Arme neben dich auf die Matte, dein Handrücken liegt wieder auf, du bringst die Schultern nach hinten auf deine Matte zurück. Heb dein Becken nach oben an, zieh deinen Bauchnabel nach innen, beim Einatmen ein Bein nach oben strecken. Und ausatmen, den Fuß wieder absetzen. Einatmen nach oben und aus, wieder ab. Kannst die Übung jetzt entweder so fortsetzen oder lässt das rechte Bein nach oben gestreckt und beginnst mit dem Bein zu kreisen. Wenn du dich für die kreisende Variante entschieden hast, dann wechsel jetzt das Bein. Bring den Fuß wieder auf die Matte, lass dein Becken noch oben, streng die Beine noch einmal im Wechsel nach oben, hochstrecken, wieder einatmen und ausatmen, wenn der Fuß zur Matte kommt. Noch 4, noch 3, noch 2, noch einen und lösen und den Rücken langsam wieder nach unten bringen.
zieh beide Beine zu dir heran, leg die Hände vorne auf deine Knie und beginn mit beiden Beinen zu kreisen. Wir wechseln die Richtung. Und setzen wieder ab. Zur Dehnung unserer Beinrückseite strecken wir das rechte Bein nach oben aus. Du kannst mit den Händen entweder den Oberschenkel oder deine Wade umfassen, spannst dein Bein fest in die Hände hinein an und ziehst dann das Bein noch ein Stück weiter zu dir heran. Solltest jetzt in deiner Oberschenkelrückseite bis in die Kniekehle hinein ein angenehmes Ziehen spüren. Versuch auch hier während dieser Haltung deine Schultern, soweit es geht, von den Ohren wegzubringen. Dein Atem fließt ruhig ein und aus. Lösen, die Seite wechseln, linkes Bein nach oben strecken, Fußspitze wieder anziehen, spannst das Bein in die Hände hinein fest an, hältst dagegen und ziehst dann das Bein noch ein Stück weiter zu dir. Bring deine Schultern wieder so weit es geht von den Ohren weg. Atme tief und gleichmäßig weiter. Und wieder lösen. Schon hast du es für heute geschafft und kannst dich über die Seite herum mit nach oben drehen. Ich hoffe, die Übungen haben dir gefallen. Ich freue mich, wenn du meinem Video einen Daumen nach oben gibst und mir noch einen netten Kommentar hinterlässt. Um meinen Kanal zu abonnieren, kannst du auf das rote Hans in Form Logo klicken und dann verpasst du auch das nächste Video nicht. Bis dahin, mach's gut!